Rechnungshof für Straßenerhaltung. Der Bundesrechnungshof sieht eine Mitschuld des Bundesverkehrsministeriums am Sanierungsstau auf deutschen Straßen. Manche Ausgaben würden zweckentfremdet eingesetzt, sagte der Vizepräsident des Rechnungshofs Arendt der Welt am Sonntag. Statt in die Straßenerhaltung fließe das Geld zu oft in Neubauten. Haushaltsrechnung zufolge wurde in den Jahren 2010 bis 2012 insgesamt 878,8 Millionen Euro zweckentfremdet. Für Forderungen nach zusätzlichen Einnahmen für die Infrastruktur zeigte Arendt daher kein Verständnis. Berlin-Fernsehen, Straßensoli. Was sagen Sie dazu? Eigentlich nichts. Kein guter Beitrag. Einfach nur, sage ich mal, das nächste Sommerloch wahrscheinlich. Keine Ahnung. Aber ja, 100 Euro jetzt unbedingt mehr ist natürlich auch nicht so prickelnd, sage ich es mal. Ja, also ich meine, der Staat hat eigentlich das Geld, um das alle zu bezahlen, finde ich. Und von daher sehe ich nicht ein, dass ich da selber irgendwas zahlen muss. Weil ich meine, ich gebe genug Steuern schon ab, sage ich mal so hoch. Sehe ich nicht ein. Ja. Hallo. Straßensoli, Ihre Meinung dazu? Ja, also ich bin der Meinung, diese 100 Euro sind nicht gerechtfertigt, weil ich zahle genügend Kfz-Steuern schon. Und wofür soll ich den Politikern das ganze Geld in den Rachen schmeißen? Es gibt so viele andere Sachen, wo ich auch noch Geld zahlen muss. Und da sehe ich nicht ein, dass ich für so eine Sache jetzt auch noch blechen muss, sag ich mal. Es gibt genügend andere Sachen, wo das Geld sinnvoll investiert wird, werden könnte. Aber diese Sache gefällt mir überhaupt nicht, muss ich ehrlich sagen. Ne? Wie? Straßensoli? Was, wie viel? 100 Euro? Sag mal, haben die Politiker einen Knall? Wir zahlen da schon genug Steuern. Kfz-Steuer, Mineralölsteuer und dann wollen sie Straßensoli? Also sag mal, die soll mal arbeiten gehen. Die soll mal nicht so viele rumsitzen in ihre Parlamente und diskutieren. Die soll mal lieber was arbeiten gehen.